Okay, jetzt wird's einfach ein bisschen zu wild. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen, wenn hier einfach die Brocken wieder reinrennen und wenn hier einfach schön eine Trophy nach der anderen reinrasselt? Also, wir sind ja an diesem Wochenende hier an der alten Festung im Team-Spot-Suche-Modus. Wir suchen querbeet die alte Festung ab, wo denn mal wieder ein bisschen was geht, außer das, was man seit Wochen immer wieder und immer wieder sieht. Und dementsprechend renne auch ich ein bisschen querbeet durch die gesamte alte Festung und teste hier verschiedene Bereiche. Meine Area ist ja hier oben, die habe ich auch schon ausgiebig getestet. Immer mal wieder auch ein paar Aalspots hier gefunden. Gerade bei richtig regnerischem Wetter geht auch hier immer mal wieder der Aal rein. Und jetzt gerade eben habe ich gedacht, na komm, jetzt hört es endlich mal auf zu regnen. Probieren wir doch mal noch ein bisschen mehr auf etwas größere Brocken. Ja, und eigentlich habe ich gedacht, hier geht mal so ein bisschen was in Richtung Amur rein. Vielleicht sogar Karpfen oder. Ja, nee. Karauschen ohne Ende. Apropos Rauschen. Seht ihr hier das Rauschen, wie der Greenscreen am Rauschen ist? Karauschen ohne Ende. Aber eben auch Schleie gerade eben. Also so ein bisschen Schleie war gerade schon. Zack, kommt nochmal eine Trophy hinterher. Zack, dicke, fette Karauschen-Trophy. Ist schon mal nicht so schlecht, oder? Kann man mal machen. Und das Ganze hier ganz flach, kurz und knapp ausgeworfen. Guck mal, da zuppelt es auch schon weiter. Ja, eine der Positionen, die super interessant ist, gerade auch für Spieler, die relativ frisch in diesem Levelbereich sind, also zwischen 12 und 20, denn wir haben hier quasi ein Gewässer im Gewässer. Eine fast abgeschlossene Map. Solange man dafür sorgt, dass die Fische nach da hinten hin abhauen, auch wenn sie viel zu groß sind, solange sie nicht nach dahin abhauen, unter der Brücke durch, sind wir hier safe und ja, können hier auch die größten Brocken müde drillen. Heißt also, sollte hier mal was Großes reingehen, immer schnell hier so rüberlaufen, gucken, dass der Fisch nach da hinten hin abhaut und nicht links hier weiterhin abhaut und dann ist auch alles gut. Schwarzer Amur, auch noch dabei, knappe 8 Kilo, gar nicht schlecht. So, direkt wieder raus, ihr seht, ich werfe gar nicht so weit. Wir gucken gleich nochmal in den Clip rein und natürlich, was hier im Detail alles drin ist. Also, Köderkombi, Futtermische, die hier drin ist. Und so weiter und so weiter. Ich glaube, jetzt haben wir gerade genau die richtige Zeit. Ja, also erstes Setup. Gerade eben mit der Schleie. 22er Pop-Up Boily. Das ist natürlich schon eine Ansage. Tja, mit dem Setup oder mit solchen Boilies ist es vielleicht interessanter, wenn man hier ab Level 20 reingeht und dann hier mit dem normalen oder mit dem ab Level 20 Grundsetup hier steht. Bestehend eben hier aus der Fortuna Carp, die ich habe. Dann natürlich noch sowas wie die HSV mit drauf. Und ja, das komplette Setup eben passend zusammengebaut. Wenn du noch nicht genau weißt, was man kaufen soll ab Level 20, ich verlinke nochmal das Video. Was kaufen ab Level 20? Zweites Setup sieht dann wie folgt aus. Wir gucken hier mal eben rein. Das ist deutlich simpler. Hier sind auch deutlich mehr Karauschen draufgegangen, weil das Ganze natürlich auch kleiner ist. Gerade hatten wir einen fetten Boilie, einen 22er. Dazu noch einen Maiskorn. Also das ist schon stattlich. Jetzt einfach nur Maiskorn, also zwei kleine Maiskörner übereinander. Und das Ganze hier auch natürlich wieder mit Kokossahne, Kokosnektar. Und raus damit. Einser Haken und gib ihm. Und das dritte Setup, das hat auch schon ordentlich geliefert. Einfach hier nochmal wie beim ersten, aber in etwas kleiner, nur einen 16er Boily. Wenn man so ein bisschen mehr Frequenz haben will, dann auch einfach bei den Boilies ein bisschen kleiner reingehen. Auch hier wieder mit Mais und raus damit. Gut, danke. Na Mob, da hast du dich aber gut reingemogelt hier ins Video. Dankeschön fürs Follow auf Twitch. Apropos Twitch, Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr,
jedes Mal schön Livestream auf Twitch. Und freitags gibt es immer auch noch Wettangeln. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, jeden Freitag ab 19 Uhr großes Wettangeln für alle Klassen. Und jeden Freitag ist auf jeden Fall auch Belaya-Wettangeln angesagt. Also Spinning Main an der Belaya. Na guck, da geht's auch schon direkt wieder weiter. Aber hat noch nicht richtig gehakt, deswegen schnell nochmal abstellen. Den lassen wir da nochmal so ein bisschen dran rumzuppeln. Kann natürlich auch sein, dass hier jetzt ein paar kleinere Brocken mit reingehen. Ich warte jetzt auf jeden Fall die Morgenstunden noch ein bisschen ab. Aber wir gucken gerade nochmal eben in die Futtermische rein. Kokos, Sahne, wo hab ich sie denn? Genau, das ist die Futtermische. Kokos, Sahne und das Ganze Kokossahne groß genannt. Also, das Ganze geht eigentlich eher für Amoure, also mit einer Amour-Basis, Hanfsamenmehl als Basis, Kokossahne, Feedpellets drin. Dann sind hier zweimal Boilies gemahlen drin, plus dann hier Kokosnuss-Cream. Das mit dem Boilies mahlen ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Mit höherem Level kann man das dann irgendwann machen. Größere geschredderte Boilies oder größere Partikel in der Futtermische locken größere Fische an. Eine relativ simple Futtermische können wir mal eben kurz zusammenbauen. Da wir ja nur hier vorne auf 6 Meter Entfernung, 6-7 Meter Entfernung angeln, bauen wir hier jetzt einfach mal eine Futtermische für diesen Spot. Also für Schleie, für Karausche, dass das richtig schön läuft. Wir nehmen Mais als Basis. Dann nehmen wir hier Kokos Feed Pellets. Da haben wir hier drei verschiedene Größen. Die tun wir einfach mal komplett hier rein. Kokos Sahne Feed Pellets. Und dann, wie gerade schon gesagt, kommt da natürlich noch Mais mit da rein. Zack. Und dazu kommt nochmal als Basis oder als Aroma Kokos Sahne, Kokos Cream. Und dann haben wir hier eine optimale Futtermische jetzt für den Spot. So, Kokossahne mit für Schleie sozusagen, wegen der Maiskomponenten. Das einmal anfertigen. Zap, zarap, zarap. Ab dafür. Und hier zuppelt es, glaube ich, auch schon wieder los. Jawohl, die Karauschen sind schon wieder wach. Ja, und dann kann es auch weitergehen. Stopp, hatte ich auf 6 oder 7? 7 Meter. Also, 7 Meter weit raus. Und dann wissen wir auch, wo wir eben hier unsere Bällchen hinschmeißen. Hier ist sie, die Futtermische Kokos, Sahne, Schleie. Die verwenden wir und werfen die jetzt so locker aus dem Handgelenk. Zack, hier so ungefähr auf 7 Meter. Und dann ist das gut. Oder du verwendest einfach einen Futterkorb und tust die da rein. Und dann, ja, kann das hier losgehen und dann wirkt das Ganze. Ich habe jetzt natürlich hier schon vorher Futtermische drin gehabt. Das heißt, jetzt will ich den ganzen Spot hier auch nicht überfüttern. Und warte jetzt hier einfach die Morgenstunden wieder ein bisschen ab. So ab 4 Uhr ungefähr geht es dann auch wieder richtig los. 4 Uhr, 5 Uhr morgens, dann geht es ab. Normalerweise haue ich immer an 2 Uhrzeiten Futtermische ins Wasser. Das heißt meist so gegen 16 Uhr, damit die Abendstunden richtig schön Gas geben können. Und dann meist wieder morgens um 4 Uhr, damit dann die Morgenstunden wieder richtig aktiv sind. Wenn man also hier den Spot als erstes betritt und man ist quasi kurz vor Nachmittag, dann haut man dann die Futtermische natürlich schon rein, dass es losgeht. Und dann macht man erstmal eine Pause bis zu den nächsten 16 Uhr oder 4 Uhr morgens. Und dann kommt erst wieder vielleicht nochmal so 5 Bällchen hinterherwerfen. Wie das Ganze funktioniert mit den Futterbällchen, wird natürlich auch in der Tutorial-Serie erklärt. Tutorial-Serie 2022 immer noch absolut aktuell. Und absolut essentiell, wenn du erfolgreich sein willst im Game und keine Fehler machen willst. Denn das Ganze ist ja hier mega komplex. Und bis man alles gelernt hat, braucht das wirklich viele, viele hundert Stunden. Ja, von daher profitier einfach von der Erfahrung und gönn dir die Tutorial-Serie. Na guck, Karausche läuft auf jeden Fall schon mal an. Ich bin gespannt, ob hier noch mehr reingeht. Gerne natürlich jetzt auch mehr in Richtung Schleie. Ja, gerne natürlich auch mehr schwarze Amoure. Vielleicht ist das sogar hier der aktuell geheime Spot für den schwarzen Amour. Vielleicht kriegen wir hier auch sogar Trophies hin. Gleich einfach vielleicht nochmal größere Boilies wählen.
wäre eine Möglichkeit. Das Ganze dauert dann aber deutlich länger, bis da man ein ordentlicher Biss reingeht. Ja, im Großen und Ganzen haben wir, glaube ich, hier auch alles schon durch. Setup ist klar, Spot ist klar, wie die Köder zusammengebaut sind, ist auch klar. Ja, und jetzt müssen hier einfach nur noch die nächsten Trophys rauskommen und die nächsten Brocken. Im Großen und Ganzen sieht das schon wirklich gut aus hier. Petri-Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr, richtig, Petri.